Willkommen beim Geld. Mit dem Kindergarten- und Schulanfang haben viele Gemeinden die Autofahrerinnen und Autofahrer aufgefordert, besonders auf Kinder und Jugendliche im Verkehr aufzupassen. Gerade die ganz Kleinen sind sich oft noch nicht so gewöhnt, die Gefahren vom Verkehr richtig einzuschätzen. Sie müssen zuerst noch üben, richtig über die Strasse zu gehen und Verkehrsregeln zu verstehen. Doch auch ältere Kinder und Jugendliche, die oft mit dem Velo oder anderen Gefährten unterwegs sind, unterschätzen manchmal die Risiken vom Strassenverkehr und setzen sich im jugendlichen Übermut einigen Gefahren aus. Wenn es dann zum Unfall kommt, sind die jungen Verkehrsteilnehmer meistens am wenigsten geschützt. Darum ist es besonders wichtig, dass man Kinder und Jugendliche achtsam an die Mobilität herführt und ihnen abgestimmt auf ihr Alter Gefahren aufzeigt. Begrüßen Sie Hans-Jürg Freund, Generalagent bei der Helvetia St. Gallen. Ja, was raten Sie Eltern eben von kleinen Kindern, wenn Sie sie möglichst optimal eigentlich am Verkehr wollen, herführen? Wichtig oder ratsam ist, wenn man früh anfängt, mit den Kindern den zukünftigen Schulweg zu begehen, sie auf besondere Gefahren aufmerksam machen. Ganz ein entscheidender Punkt ist, dass man selber Vorbild ist, also nicht bei Rot über Kreuzung läuft, dass man an Fußgängerstreifen hersteht, wartet und dann nach der Regel warten, schauen, hören, laufen, dass man sich da hält. Ebenfalls sehr ratsam ist, wenn Kinder so gekleidet sind, dass man es gut sieht, also mit Leuchtstreifen oder so. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, dass man einen Schulweg wählt, der möglichst sicher ist. Wenn Kinder älter werden, nutzen sie gerne das Velo. Was sollte man da besonders achten? Mit dem Velo im Strassenverkehr dürfen wir ab Schule beginnen, also ab Schulanfang. Und es ist so, dass es wichtig ist, dass das Velo der Körpergröße angepasst ist und in tadellosem Zustand. Dann ist ebenfalls wichtig, dass man das Gepäck nicht an die Lenkstange hängt, sondern auf den Gepäckträger dort oder in den Rucksack nimmt. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Velohelm. Jetzt sagen Sie den Velohelm. Wie steht es eigentlich um die Helmpflicht, gerade jetzt für Velofahrerinnen und Velofahrer und Kinder insbesondere hier in der Ostschweiz? Effektiv ist es so, dass keine Helmpflicht, Velohelmpflicht besteht. Es ist aber äußerst ratsam, dass man einen Velohelm anlädt, weil bei einem leichten Aufprall kann es bereits schon ein Schädel-Hirntrauma geben. Und man hat herausgefunden, dass ein Velohelm das Risiko bis zu 85% reduzieren kann. Das gilt übrigens auch für Erwachsene. Ich verschrecke immer wieder, wenn ich sehe, wie viele Erwachsene das auch ohne Velohelm unterwegs sind. Vor allem sind die Erwachsenen eben auch Vorbilder für Kinder. Doch immer wieder. Im Verkehr ausgesetzt sind Kinder und Jugendliche längst nicht nur auf dem Schulweg. Viele sind auch in der Freizeit mit dem Velo, einem Töffli oder anderen mehr oder weniger schnellen Fortbewegungsmitteln unterwegs. Bei einigen neueren Gefährten ist oft unklar, welche Regeln genau gelten und wie es um die Haftpflicht steht, wenn auch andere Verkehrsteilnehmer mit einem Schaden konfrontiert sind. Erst recht heikel ist das bei einem Unfall, wenn jemand verletzt wird. Ja, Hans-Jürg Freund, wie kann man Kinder und Jugendliche im Verkehr optimal absichern? Wenn ein Unfall passiert, ist ein Kind via obligatorische Krankenversicherung mit den Heilungskosten versichert. Bei einer Invalidität, das heisst, wenn es dann noch schlimmer oder tragischer wird, können empfindliche Locken entstehen, weil nur Minimalleistungen gezahlt würden. Und dort empfehle ich, dass man es mit dem Vorsorgeberater, mit dem Kundenberater anschaut, um das Thema sicher im Griff zu haben. Und dann geht es noch die Thematik der Zahnschäden, die könnte passieren. Und wenn im Zusammenhang mit Zahnschäden etwas ist, dann ist es wichtig, dass man die Unterlagen sorgfältig dort aufbewahren, weil wenn es Sportfolgen gibt, könnte davon Bedeutung sein. Wie sind denn Kinder und Jugendliche versichert, wenn sie Skateboard oder andere eben moderne Fortbewegungsmittel nutzen? Ja, so Kindervelo, Trottinette, Inlineskate und so weiter, das sind grundsätzlich Spielgeräte und sind den gleichen Verkehrsregeln unterworfen wie Fußgänger. Das heisst, im Strassenverkehr dürfen Velo, E-Bike und andere zugelassene Fahrmittel. Aber so elektrische Trottinette oder eben normale Trottinette und so haben auf dem Strassenverkehr in der Strasse selber nicht verloren. Dann ist es so, dass wenn jetzt die Spielgeräte wegkommen, gestohlen werden, dann ist da über Diebstahl loswärts in der Hausrat versichert. Und bei uns ist es sogar noch so, dass wenn eine Beschädigung passiert, dass man da über Totalrisiko versichern könnte. Was muss man jetzt als älterer Punkt Haftpflichtschutz eben für die jungen Verkehrsteilnehmer beachten? Auch hier, Kinder sind über die Familie Haftpflicht versichert. Und man sagt, ein Kind bis 8 Jahre ist urteilsunfähig. Und dort kommt es noch zu einer Haftung, wenn den Eltern die Aufsichtspflichtverletzung angewiesen werden kann.
Danke vielmals für die Tipps, Hans-Jürg, Freund. Für die einen sind es hochriskant und für die anderen ein sinnvoller Weg, um die eigenen Risiken beim Geldanlegen deutlich zu senken. Alternative Anlagen. Das nächste Mal zeigen wir, was man unter alternativen Anlagen alles versteht, wie man sie auch als Privatinvestor sinnvoll einsetzen kann und wie es um die Chancen und Risiken bei alternativen Anlagen wie Hedgefonds, Rohstoff und Private Equity tatsächlich steht. Mehr dazu in der nächsten Woche. Würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder hineinschauen.